Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauenden. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Mein Name ist Laura und ich bin Media Publishing Studentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Zusammen mit dem Team haben wir unter dem Motto Bookversity viele spannende Programmpunkte für die Frankfurter Buchmesse geplant und einer davon ist unsere heutige Live-Podiumsdiskussion. Mit unseren Gästen sprechen wir heute über Diversität im Sport und darüber, welche Auswirkungen die Berichterstattung der Medien auf unsere Sicht auf den Sport und auf die Athletinnen haben kann. An dieser Stelle möchte ich gerne das Wort übergeben an unseren Moderator der Diskussionsrunde, Media Publishing Professor und Dekan des Studiengangs Sportkommunikation, Christoph Seeger. Vielen Dank, Laura, und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus hier in dieser hybriden Veranstaltung quasi. Die Frankfurter Buchmesse findet ja jetzt auch im Moment live auch mal wieder in Frankfurt statt. Ich darf hier in Stuttgart sitzen und wir haben unsere heutigen Gesprächsgäste zugeschaltet von allen möglichen Teilen in Deutschland. Das war natürlich etwas, was die Digitalisierung uns, glaube ich, ganz gut gelernt hat. Wir können jetzt alle sehr schnell Videokonferenzen machen. Wie es gerade gesagt wurde, in Media Publishing, dem Studiengang, werden nicht nur Buchthemen, sondern eben auch Pressethemen behandelt. Und in diesem Zusammenhang fand ich es besonders toll, dass es dieses Jahr auch einen Pressetag auf der Frankfurter Buchmesse geben soll. Und wie es Laura gerade eben auch eingangs erwähnt hat, darf ich eine Vertiefungsrichtung Sportkommunikation unseres Masters, die wir seit einem Jahr haben, Sportkommunikation, vertreten. Und da lag letzten Endes dann auch das Thema Diversität im Mediensport, das ist ja unsere heutige Überschrift, relativ nahe. Und ich freue mich, dass ich gleich drei ganz interessante und sehr kompetente Personen und Persönlichkeiten gefunden habe, die heute mit uns, mit mir über dieses Thema sprechen werden wollen. Ich begrüße zuallererst Christiana Schallhorn. Sie ist seit 2019 Juniorprofessorin am Institut für Sportwissenschaft an der Universität Mainz. Ihr Arbeits- und Forschungsgebiet liegt in der Schnittstelle zwischen Sport, Medien und der Gesellschaft. Besonders interessant sind dabei ihre interdisziplinären Ansätze zwischen der Soziologie, Psychologie und der Kommunikationswissenschaft. Herzlich willkommen, Christiana Schallhorn. Hallo, freue mich, da zu sein. Ja, die zweite Dame in der Runde war noch mit nicht ganz 18 Jahren, galt sie schon aufgrund von mehreren Kreuzbandrissen als Sportinvalidin. Und die Karriere als Basketballerin schien schon fast zu Ende, bevor sie eigentlich richtig begonnen hatte. Im Rollstuhlbasketball startete sie eine zweite Karriere und stand in dieser Sportart auf allen möglichen Siegertreppchen, national und international. Sie hat an zwei Olympischen Spielen teilgenommen und vor wenigen Monaten in Tokio gemeinsam mit dem Paracyclist Michael Teuber die deutsche Flagge getragen. Ich freue mich, dass Sie mit uns über Ihre Erfahrungen als Parasportlerin, die im Alltag übrigens Fußgängerin ist, spricht. Herzlich willkommen, Mareike Miller. Ja, und schon als Kind hatte Thomas Hitzlsperger das Ziel, Fußballprofi zu werden, wechselte mit bereits 9 Jahren zum großen FC Bayern München und er hat das Ziel erreicht, von dem tausende Kinder träumen. Er war aber nicht nur in der deutschen Bundesliga erfolgreich, sondern spielte auch für Clubs in Italien und England. Er ist zudem 52-facher Nationalspieler. Seine aktive Karriere beendete Thomas Hitzlsperger 2013 und war danach TV-Experte. Insofern hat er auch eine große Medienexpertise und kann diese Perspektive sehr gut vertreten. Seit 2016 ist er Fußballfunktionär in verschiedenen Rollen beim VfB Stuttgart und aktuell leitet er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke der VfB Stuttgart AG. 2014 hat er sich in einem Interview der Zeit öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt und setzt sich seitdem immer wieder für Gleichberechtigung und Toleranz öffentlich ein. Für seine Verdienste wurde er im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Schön, dass du heute, Thomas, Zeit gefunden hast, bei uns hier teilzunehmen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Christiana,
Der Sport allgemein ist ja fast die größte gesellschaftliche Bewegung. Ein paar beeindruckende Zahlen mögen dies vielleicht noch mal unterstreichen. 24 Millionen Mitglieder sind in über 88.000 Vereinen organisiert. Vor allem jüngere Menschen treiben nach Angaben von Statista im Verein Sport. Die Vereinsarbeit ist aber nicht nur aus dem Bewegungsaspekt heraus, glaube ich, besonders wichtig, sondern Vereine stellen ja nun auch einen sehr integralen Baustein in der sozialen Struktur dar und sind vor allen Dingen auch für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Dennoch, und es ist vor allem in der medial inszenierte Sport, mit dem du dich ja auch beschäftigst, ist das alles andere als frei von Stereotypen, die sich dann in der Wahrnehmung verankern. Wie kommt es dazu und was steckt da eigentlich dahinter? Ja, also du hast es im Prinzip schon sehr gut angesprochen, dass wir eigentlich im Sport eine sehr große Diversität haben, weil Sport hervorragend geeignet ist, dass sich Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten mit unterschiedlichen Hintergründen beteiligen, also Sport für Integration, für Inklusion steht. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns aber gerade den Mediensport anschauen, also sprich den Sport, der vor allen Dingen in den Medien gezeigt wird, spiegelt sich da eigentlich diese Diversität überhaupt nicht mehr wider. Ganz sozusagen offensichtliches Beispiel ist, wenn wir schon allein an die Sportarten denken, da sehen wir fast nur Fußball und wenn man ganz genau ist, dann sehen wir eigentlich fast nur den Männerfußball. Das ist schon ein so ein Punkt, dass wir sagen, eigentlich die Diversität, die Vielfalt auch an Sportarten, das zeigt sich gar nicht in den Medien. Hinzu kommt es, dass eben auch immer nur bestimmte Personen oder Sportler abgebildet werden, nämlich vor allen Dingen eben männliche Sportler und auch hier vor allen Dingen Fußballer. Das heißt, wenn wir uns generell mal anschauen, wie häufig wird eigentlich über Sportlerinnen berichtet, dann kann man feststellen, dass sie sehr unterrepräsentiert sind, eben kaum mal gezeigt werden oder wenn, dann eben hauptsächlich bei Sportgroßereignissen. Und das trifft eben auch für Parasportler zu, die man im Prinzip in der alltäglichen Berichterstattung überhaupt nicht findet und die dann eben bei den Paralympischen Spielen beispielsweise eigentlich nur alle 4 Jahre mal die Möglichkeit haben, wirklich diese mediale Aufmerksamkeit auch zu bekommen und vielleicht eben auch ihre Geschichte und ihre sportlichen Leistungen da präsentieren zu können. Und woran liegt das? Also man kann immer fragen, wollen die Leute wirklich nur Fußball sehen? Und deswegen wird nur Fußball gezeigt oder weil eben nur Fußball gezeigt wird, wissen die Leute vielleicht auch gar nicht, was es noch für andere Sportarten gibt. Also insofern, diese Ursache-Wirkung ist eine ganz schwierige Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Wir sehen aber inzwischen mit Themen, die auch im Sport angesprochen werden, also gerade wenn wir an die letzten Olympischen Spiele denken, wo es die erste Transgender-Sportlerin gab, wo auch Themen wie mentale Gesundheit oder auch eben die selbstbestimmte Kleiderwahl bei Trainingsanzügen, dass eben immer mehr auch Themen auftauchen, die vielleicht nicht unmittelbar mit dem Sport verbunden sind, die aber trotzdem zeigt, dass eben auch Sportlerinnen und Sportler unheimlich divers sind, unheimlich vielfältig sind und inzwischen eben auch andere Facetten gezeigt werden. Diese mediale Inszenierung, du hattest es angesprochen, von Männer- und Frauensportarten, das macht ja etwas auch mit unserer Wahrnehmung, wie wir denn auch Sportlerinnen und Sportler sehen und wie wir dann auch ihre Fähigkeiten und Kompetenzen innerhalb der Sportarten zuordnen. Ich denke, da hast du auch daran gearbeitet, diese Männer- und Frauensportarten und die Darstellung der Athletinnen und Athleten. Was sind dort die Erkenntnisse? Also auch da muss man sagen, zeigt sich ganz oft in der Berichterstattung, dass eben immer wieder noch auf so ganz alte Stereotypen zurückgegriffen wird. Das heißt, Frauen sind eben die Kleinen, die niedlich sind, die ästhetisch Sport betreiben sollen, die schön und attraktiv sein soll, während die Männer vor allen Dingen eher so dieses Kriegerbild vermitteln sollen, so ein Kämpfertypen vermitteln sollen. Und wenn wir das halt immer wieder sehen, ja, und sich gerade auch, sag mal bewusst wieder den Fußball als Beispiel, da eben auch mit Kriegsmetaphern gearbeitet wird, um eben die Spielweise zu verdeutlichen, dann führt das natürlich dazu, wenn wir das immer wieder sehen, dass wir das irgendwann für normal halten. Und es gibt so ein Konzept, das nennt sich Heteronormativität, klingt erstmal sehr kompliziert, sagt aber eigentlich nichts anderes, als dass im Prinzip im Sport, insbesondere bei Männersportarten, eigentlich immer noch dieses Hetero Modell, was man im Kopf hat, also sprich Mann, groß, kräftig, heterosexuell, dass das immer noch als Norm angesehen wird und alles, was sozusagen dem widerspricht,
passt eigentlich gar nicht richtig ins Bild und wird daher auch eher seltener thematisiert. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, weil natürlich gerade junge Sportlerinnen und Sportler, die sich an Vorbildern im Sport orientieren, an dem orientieren, was die Medien zeigen, vielleicht eben in Zweifeln kommen. Ist das in Ordnung, wenn ich jetzt nicht diesem Ideal von Männlichkeit entspreche, dass ich dann trotzdem Sport treibe? Oder auch bei Mädchen, junge Mädchen, da kann man sehr oft nachweisen, wenn die immer wieder sehen, dass Frauen, die eben, ich sage jetzt mal Männersportarten, wenn wir mal in diesen Begrifflichkeiten bleiben, betreiben, wie Fußball, wie vielleicht auch Basketball, dass sie irgendwann im Alter, wo sie halt in die Pubertät kommen, auch mit dem Sport aufhören, weil sie einfach mit anderen Vorurteilen konfrontiert werden, eben so nach dem Motto, du machst eine Männersportart, bist du denn Homo, dass das mitunter dazu führen kann, dass eben gerade Mädchen dann auch vom Sport fernbleiben und das eben auch ein Grund ist, warum Mädchen gerade im pubertären Alter mitunter aus Vereinen wieder austreten. Thomas, diesen Begriff Heteronormativität, kanntest du den bislang? Ich kannte ihn, ja, genau. Also ich habe natürlich viel Neues auch kennengelernt seit meinem Coming Out. Das war für mich schon eine große Veränderung, ist ja ganz klar. Und mein Leben hat sich dahingehend verändert, dass ich auch neue Freundeskreise gebildet haben, neues Vokabular auch bei mir Einzug gehalten hat. Und das Heteronormative ist ein Begriff, der mir schon länger bekannt ist. Und deswegen bin ich, auch wenn es hier ein akademisches Umfeld ist, jetzt nicht gleich vom Stuhl gefallen. Und ich versuche mich da ja auch weiterzubilden. Es ist ja in der Tat so, dass ich bin in dieser Welt groß geworden, in diesem Fußballsport, in dem es ausschließlich um Leistung ging. Ich bin von klein auf, du hast es gesagt, eingangs habe ich schon für Bayern München gespielt und da ist man angetrieben, Profi werden zu wollen. Und da geht es nur um die Leistung. Und dann alles, was dem abträglich ist, versucht man halt auszublenden. Und Gespräche über Privatleben, das dem nicht hilft, das lässt man auch mal weg. Und deswegen kenne ich beide Welten. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die letzten Jahre ich sehr viel Neues kennengelernt habe und Menschen kennengelernt habe, die sich konstruktiv mit der Materie beschäftigen. Und ich wollte auch Vorbild sein oder möchte es immer noch sein, um ein anderes Bild zu zeigen, um klar zu machen, dass man, und das war auch damals ein Antrieb bei mir bei dem Interview zu sagen, ja, du kannst Profifußballer sein und homosexuell, das geht, okay, weil bis dahin war das vielleicht für Leute schwer vorstellbar, das ist heute noch schwer vorstellbar, weil es jetzt immer noch heißt, naja, aber es gibt noch keinen Aktiven, so, es muss erst einen Aktiven geben in der Bundesliga und anderen Top-Liga, damit vielleicht noch mal ein paar glauben, ah ja, jetzt geht's wirklich. Bei mir sagt man immer noch dazu, also im Nebensatz, hat sich ja erst nach der Karriere geoutet. Und trotzdem waren die Empfindungen schon so. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht, sondern es war halt dann auch schon so. Ich wollte nur klar machen, man kann schwul sein und Bundesligaspieler sein und Nationalspieler. Und diese Beispiele braucht es, damit Leute überhaupt erst weitermachen. Das, was wir gerade gehört haben, wenn ein 15-Jähriger sagt, hey, ich habe die Empfindung, ich bin homosexuell, ich möchte aber auch Profifußballer werden, da gibt es keinen, dann neigt man dazu aufzuhören. Und da wollte ich also ein bisschen gegensteuern und ein Beispiel geben und jetzt auch in meiner Funktion, auch der Bundesliga Fußball, die Funktionäre haben sich getraut, beim VfB Stuttgart zumindest, sich ein bisschen diverser aufzustellen und da bin ich sehr froh drum. Auf den Punkt kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. In der 37-Grad-Reportage, in der Abseitsfalle, in der du auch einen Auftritt hattest, mit anderen zwei homosexuellen Fußballern hat sich einer, Benjamin Näser, hat die Aussage getätigt, Fußball und die Homosexualität würden nicht zusammenpassen. Zwei Pole, die sich gegenseitig abstoßen. Hat das was mit diesem, wie man sich eigentlich die Fußballer vorstellt, wie Christiana sagt, damit zu tun? Oder was sind eigentlich die Gründe, warum sich das abstoßen müsste oder muss, so wie Näser das sozusagen postuliert? Naja, weil nie jemand dagegen gesprochen hat, weil es immer, weil dieselben Bilder gezeigt wurden, weil Fußballer, man stellt ihnen häufig die gleichen Fragen und kriegt die gleichen Antworten. Das ist immer dasselbe Bild, das erzeugt wird. Und ich habe mich dann halt getraut und ich war, weiß Gott, nicht der Erste, der es getan hat. Vor mir gab es schon ein paar, die sich getraut haben. Justin Fashion, ist wahrscheinlich der bekannteste, der sich leider das Leben genommen hat. Ist vielleicht schon einige Jahrzehnte jetzt zurück und ein paar andere, vielleicht zweite, dritte Liganiveau, die sich auch geoutet haben, aber dann die Karriere nicht mehr wirklich weiterging. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Gegensätze sind, aber es braucht mehr Beispiele. Und deswegen sagt man ja immer noch, es ist mutig, sich zu outen in diesem Umfeld. Für mich war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr mutig, weil ich die Unterstützung der Familie hatte und von meinem Freundeskreis. Aber es geht darum,
sichtbar zu sein, um mehr Menschen zu animieren, zu sagen, ja, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Also wir reimen uns da was zusammen. Also Fußball und Homosexualität passt nicht zusammen. Und dann gibt es ja jemanden, der sagt, doch, das passt zusammen, das geht. Und ich wollte auch in dieser Doku, weil die Fragestellung schon teilweise so war, oh, das muss ja ganz schlimm für dich gewesen sein, ich wollte auch dagegen steuern und sagen, nein, das Leben muss nicht schlimm sein, wenn man feststellt, dass man nicht Mainstream ist, sondern daraus kann auch was ganz, ganz Positives entstehen. Und ich möchte stets das betonen, wie mein Leben sich verändert hat zum Positiven hin. Ich hatte vorher ein tolles Leben als Fußballprofi und nach dem Coming-out ist mein Leben nicht schlechter, sondern eher noch besser geworden. Die Geschichte will ich weiter erzählen, um Menschen Mut zu geben, sich zu trauen, weil sie vorher vielleicht denken, ach, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber so muss es nicht sein. Und das war mein Ansinnen und das bleibt es auch. Ja, das hat man, glaube ich, gesehen, dass gerade durch solche, ich will es nicht mutig sagen, aber durch solche Entscheidungen, wie Menschen in der Öffentlichkeit stehen, so wie von dir und einigen anderen Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja auch lesbische Athletinnen, dass es sicherlich dazu beiträgt, eine breitere gesellschaftliche Diskussion anzustoßen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch im aktiven, letzten Endes, in der aktiven Phase dann einmal sagt, das ist was ganz Normales und hat gar nichts, gar keine gegensätzlichen Pole, sondern es ist einfach überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern eine normale Situation. Denkst du aber, man hat ja doch eine gewisse Hürde, es zu tun. Was glaubst du, vor was hat man denn die Befürchtung, wenn man sich outet? Was sind denn so die Anfeindungen, die man befürchtet, wenn man in der Situation ist? Man ist ja deswegen kein anderer Mensch und kann nicht schlechter kicken oder einen anderen Sport ausführen, sondern es muss ja irgendwas sein, was einen davor abhält, ganz transparent und offen damit umzugehen. Also da bilde ich mir halt ein, dass ich besser Auskunft geben kann als viele andere Profis und Ex-Profis, die immer wieder auch gefragt werden, hey, warum hat sich noch keiner geoutet? Und dann kriegt man immer dieselben vorgefertigten Sätze wie, ach, ist ganz schlimm und im Stadion die Anfeindungen. Nein, ich habe schon erlebt vor 7 Jahren, großen Zuspruch, viel Applaus. Ich will nicht sagen, ich konnte mich gar nicht mehr davor retten vor dem Applaus, aber es war echt super positiv. Das war Wahnsinn. Die unangenehmste Situation ist, glaube ich, schon täglich in dem Mannschaftsverbund zu sein, in der Kabine. Also wirklich das Intimste, was man sich dann, glaube ich, auch vorstellen kann, wenn man sich täglich umzieht, spricht und diese Situation immer wieder zu erleben und plötzlich ein Coming-out, das öffentlich wird, beeinflusst die Atmosphäre in so einer Mannschaft. Es gibt viel Presseberichterstattung darüber. Die Dynamik in einer Mannschaft kann sich daraufhin verändern. Und kein Spieler möchte die Leistung oder die Ergebnisse beeinflussen durch sein privates Thema. Und darin sehe ich halt die Gefahr, dass einfach dadurch, durch so ein Coming-out von einem Spieler oder mehreren Spielern, die Dynamik in der Mannschaft sich verändern kann, dass die Stimmung sich drehen kann zum Negativen und man plötzlich verantwortlich ist für Misserfolg. Und darin sehe ich eine Gefahr, das, was in der Mannschaft passiert, und das ganze Thema mit auch Sponsoren laufen weg, alles Quatsch, glaube ich nicht. Gegenteil würde der Fall sein. Und daher sind es viele Ängste, die meines Erachtens nur in den Köpfen Leute existieren, aber nicht in der realen Welt. Aber die Kabinensituation ist meines Erachtens die heikelste, weil es nicht vorherzusehen ist. Und da ist Diversität übrigens auch eigentlich ein Vorteil. Man hat in der Kabine eine hohe Diversität, wenn man denkt, wo die Spieler überall herkommen aus der ganzen Welt. Ich habe es nur auch erlebt, da kommen Spieler oder mit einem Hintergrund oder vielleicht auch mit religiösen Überzeugungen, die mit Homosexualität nicht vereinbar sind. Und das habe ich erlebt und ist unangenehm. Eine Frage noch in diesem Zusammenhang. Fußballsprache ist ja bisweilen auch, oder Fußballersprache ist bisweilen etwas derb und hat ja auch gewisse rassistische und diskriminierende Elemente. Und es ist ja nun kein seltener Satz, spiel keinen schwulen Pass oder sowas. Wie hast du das denn immer empfunden? Du hast die ja auch gehört, diese Kommandos und diese Ansprachen. Reagiert man da anders? Stumpft man da irgendwie ab? Oder ist das auch etwas, was sich im Laufe der Zeit jetzt durch diese Sensibilisierung, durch Beispiele wie dich, verändert?
Also alles, was diskriminierend ist und rassistisch ist, natürlich davon zu trennen von einer derben Sprache. Ich bin so aufgewachsen mit einer derben Sprache auf dem Fußballplatz und konnte damit gut umgehen, weil ich sie empfangen habe und auch ausgeteilt habe. Und das ist einfach Teil dessen. Es ist ein hartes Geschäft und man hat sich da auch anzupassen. Aber alles, was die Grenze überschritten hatte, was selten vorkam, da hat man sich zu melden. Dieses Thema schwule Pass ist viel seltener vorgekommen, als man auch glaubt. Aber ich habe mich in der Form nicht angesprochen gefühlt. Es war für mich nicht so, dass es mich runtergezogen hätte. Lässt sich auch gar nicht so richtig sagen, weil es einfach nur in den Raum gesprochen ist, weil niemand sich ja geoutet hat damals. Also es ist einfach nur so hingesagt und es hat mich nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob jemals zu mir jemand das gesagt hat, aber hat mich nicht gejuckt. Vielen Dank. Frau Müller, Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung ist ja nicht nur die einzige Ungleichbehandlung im Sport. Christiana Schallern hat das vorhin eingangs ja auch gesagt, dass es auch damit zusammenhängt, wie häufig werden denn jetzt Männer- und Frauensportarten, um diese beide Unterscheidungsmerkmale nochmal zu bemühen, gezeigt. Ein Thema im Frauensport, wir hatten da auch schon einige Studien gemacht, ist das Thema Sexismus. Und sie ist eben nicht nur erst seit der Turn-EM in Basel ein Thema. Wir erinnern uns vielleicht, Sarah Voss hat damals für die deutschen Turnerinnen einen Ganzkörperanzug beansprucht und sagt, ich möchte mich jetzt eben als Athletin präsentieren und nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt andere Dinge. Es gibt aber auch so diese sehr einfache Formel, wenn man das so sagen möchte. Mehr nackte Haut bedeutet mehr Follower, bedeutet auch vielleicht mehr Sponsoringgelder. Was muss sich denn im Sport ändern, damit man sich von solchen Dingen lösen kann? Naja, also ein angesprochenes Thema ist auf jeden Fall natürlich die Kleidung und auch der Grund der verschiedenen Kleidung. Also es gibt ja auch im Beachvolleyball zum Beispiel die Diskussion, warum eben die Anzüge entsprechend knapp sein müssen, beziehungsweise ja quasi nur im Sport-BH mit kleinem Höschen ge gespielt werden muss, während die Männer mit T-Shirt und ja, Sporthose relativ gut bekleidet sind. Und es gibt eigentlich auch keine logischen Gründe für diese Auswahl der Sportkleidung. Und ich denke, da findet gerade eine sehr gute Diskussion statt, eben auch in Richtung dessen, als dass jeder Sportler, beziehungsweise eben in dem Fall jede Sportlerin auch die Möglichkeit haben sollte, sich so zu kleiden, wie sie sich selbst auch wohlfühlt. Und es gibt ja auch im Sport und ja dann auch etwas multikultureller gesehen sozusagen immer auch wieder Diskussionen, ob Kopftücher erlaubt sein sollen oder welche Art, in welcher Sportart, wie das möglich ist. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Aspekte, die zu beachten sind. Und deswegen ist es eben auch eine sehr wichtige Diskussion, dass das ja in allen Sportarten auch bedacht wird. Inwieweit nehmen Sie denn so als Frau auch wahr, dass es Athletinnen gibt, die auch vielleicht unter Umständen genau auf diese Dinge setzen? Also wir in der Wissenschaft kennen den sogenannten Kournikova-Effekt von der Tennisspielerin, die ja jetzt mehr, sage ich mal, ihren Körper vermarktet hat, als vielleicht jetzt sportliche Erfolge gefeiert hat, damit sehr erfolgreich gewesen ist. Ist das was, was man dann eben auch so registriert oder regt das einen dann doch auch auf? Oder wie würden Sie das als Frau beurteilen? Ich glaube, das ist auch immer sehr abhängig von der einzelnen Persönlichkeit, wie ja, freizügig vielleicht der ein oder andere auch von sich aus sein möchte. Natürlich verleitet es auch dazu, dass gerade auch Sponsoren gerade mit dieser Sportkleidung zum Beispiel dann auch werben möchten und man eben leichter Sportpartner bekommt, wenn oder auch den einen oder anderen Sponsor bekommt, wenn man entsprechend auch natürlich sich in entsprechender Kleidung auch präsentieren mag. Ja, und insofern ist da natürlich auch immer dieser Druck von außen. Ja, und ich erlebe es natürlich auch im Parasport grundsätzlich, dass es natürlich ein sehr großes Thema ist. Wie sieht eigentlich der eigene Körper aus? An der Stelle ist es aber grundsätzlich natürlich auch teilweise recht positiv, dass der ein oder andere bereit ist, dazu in der Lage ist, auch seine eigenen Wunden zu zeigen. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Trend in die richtige Richtung, dass wir auch bereit sind, Körper zu zeigen, die nicht sozusagen perfekt sind, weil an der Stelle ist ja auch immer die Frage, wie sieht ein perfekter Körper eigentlich aus, weil jeder Körper ist unterschiedlich.
und einzelne Sportler zum Beispiel mit Prothese darzustellen und eben auch einfach zu zeigen, es gibt eben auch Menschen, denen fehlt ein Bein oder welche Behinderungsart es dann auch immer sein mag. Da gibt es viele Wege, das auch eben entsprechend darzustellen und dafür braucht man aber natürlich auch die Personen, die dazu bereit sind, sich diesen Themen zu stellen und diesen Körper auch so vorzuzeigen. Und ich glaube, da sind wir eben auch immer noch an einer Stelle, wo das keine Selbstverständlichkeit ist, weil natürlich das dann auch dazu führt, dass immer noch sehr viel Kritik einzustecken ist, dass ja, ein solcher Körper eben nicht als normal angesehen wird und dass da auch durchaus nicht nur positive, sondern auch negative Kommentare zu erwarten sind. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Christiana, dieser Punkt würde ja auch, wenn wir Sportlerinnen und Sportler fänden oder finden, die sich natürlich jetzt auch in ihrer, wie wir sagen, unserem Schönheitsideal entsprechend nicht perfekten Körper darstellen, ist es auch eine mediale Aufgabe, doch dann hier die Rahmung zu schaffen oder nicht? Und was müssen dann Medien tun? Also ich glaube, es gibt ja immer wieder auch die Versuche, genau das zu machen. Also es gibt diverse Dokumentationen inzwischen auch über Parasportler, die eben ja sozusagen auf der einen Seite den Sportler und die Sportlerin in den Mittelpunkt rücken, zum anderen auch die Geschichte erzählen und damit eben auch ein bisschen mehr Nähe erzeugen. Also ich glaube, viele Menschen, gesunde Menschen, die keine Einschränkungen haben, haben vielleicht auch immer noch ein bisschen Berührungsängste zu Sportlern und Sportlerinnen mit Behinderung. Und durch eben solche Dokumentationen beispielsweise oder durch die Sichtbarkeit in den Medien kann man vielleicht auch diese Berührungsängste ein Stück weit abbauen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in den Medien immer mal wieder verschiedene Beispiele zeigen, einfach die Menschen näher bringen. Klar, es geht um Sport und sollte natürlich vor allen Dingen um Sport gehen, aber dahinter steht halt immer auch ein Mensch mit ganz individuellen Geschichten. Und ich glaube, wenn man das schafft, dass das Menschen sozusagen nicht nur den Sportler und seine Prothese sehen, ich sage es jetzt mal sehr plakativ, sondern eben auch die Leistung, die dann eben nochmal umso stärker dahinter steht, dann verändert sich vielleicht auch das Bewusstsein gegenüber bestimmten Sportarten und eben den Athleten und Athletinnen dazu. Frau Miller, ich hatte vor kurzem eine Aufgabe beim SWR und zwar durfte ich Live-Kommentare zu einem Frauenfußballspiel kommentieren. Und man hatte die Befürchtung, es kämen sehr viele Hate Speeches. Ja? Also fußballspielende Frauen gibt es ja sehr schnell irgendwelche dümmlichen und einfachen Kommentare. Es ist nun Basketball auch eher per Definition eine Männersportart. Ist es im Basketball auch so krass, dass man den Frauen im Basketball an Anführungszeichen weniger basketballerische Kompetenz zuspricht, als das denn bei den Männern der Fall ist? Ja, also grundsätzlich ist es bei uns tatsächlich noch mal etwas komplexer im Rollstuhlbasketball. Auf den kommen wir nachher noch mal explizit. Erstmal Basketball, ja. Leider zustimmen. Genau, also es ist durchaus so, dass man auch durch immer mal wieder dann vielleicht den einen oder anderen Spruch hört, dass eine Medaille bei den Damen, auch bei den Paralympischen Spielen nicht das gleiche ist wie bei den Männern, weil der Wettbewerb ist ja nicht der gleiche sozusagen. Und das sind natürlich Aussagen, die da ganz klar irgendwo sagen, der Sport würde nicht auf ähnlichem Niveau stattfinden. Und ja, insofern dieses Und vielleicht, mal kurz, wenn ich Sie fragen darf, Sie arbeiten ja nebenbei in einem Beruf, aber wie hoch ist Ihr Trainingspensum? Wenn wir so einen Profifußballer denken, dann wissen wir, der kriegt sehr viel Geld dafür, dass er permanent rund um die Uhr sich seinem Sport widmet und dann eben die sportlichen Höchstleistungen auch erzielt. Es ist bei Ihnen ja aber quasi die Vereinbarkeit von Sport und dem alltäglichen Leben eine sehr viel größere Herausforderung. Wie sieht denn Ihre Trainingswoche oder Ihre Arbeitswoche denn aus, wenn Sie uns da kurz mitnehmen wollen auf diese Reise? Also man muss tatsächlich grundsätzlich sagen, dass ich selbst gewählt diesen Weg eingeschlagen habe und es eigentlich grundsätzlich nicht möglich ist, tatsächlich beides so sehr zu kombinieren, weil eigentlich unser Sport schon auch auf dem Niveau gespielt wird, dass er eigentlich auch professionell betrieben werden muss. Und ich habe das während des Studiums gemacht und bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass ich mich quasi für die Karriere nach dem Sport aufstellen kann und versuche mit
trotzdem möglichst hohem Pensum, was natürlich aber reduziert ist, trotzdem Profisport zu betreiben. Letztendlich ist es so, dass wir gerade in unserer Sportart im Rollstuhlbasketball eine Kraftausdauer brauchen, wo wir viel Krafttraining, Athletiktraining machen müssen und zusätzlich dann eben den Basketball beherrschen müssen, sowohl als Team strategisch, sowohl mit Teamtraining, als auch eben von den individuellen Fähigkeiten, also Wurftraining und Ähnlichem. Das heißt, eigentlich kann man eine Vollzeitwoche durchaus einfach nur mit dem Sport füllen. Und um überhaupt auf das internationale Niveau zu bekommen und auch in der Nationalmannschaft zu spielen, führt eigentlich auch kein Weg daran vorbei, das so gut wie möglich irgendwie hinzubekommen. Und während des Studiums ist das den meisten am ehesten möglich. Der ein oder andere schafft es auch schon zu Schulzeiten einzusteigen. Und ja, dann ist es aber eben leider so, dass wir eben keine Sportart sind, in der man grundsätzlich von dem Sport leben kann. Es gibt tatsächlich einzelne Sportler, die das können, aber es ist eben sehr begrenzt, was es dann an Gehältern geben kann. Und dementsprechend sind doch meistens ja, fast alle darauf angewiesen, zumindest einen Teilzeitjob dann nebenher zu haben. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Vorteil, dass man eben mit einer gewissen dualen Karriere natürlich sich auch umso mehr dann auch auf das Berufsleben danach einstellen kann, weil eben gerade dadurch, dass selbst diejenigen, die das professionell betreiben, natürlich keine Millionen verdienen, auch sich nicht für danach absichern können, ist es natürlich sehr wertvoll und sehr wichtig, dann eben diese Kombination zu finden. Aber das Pensum, was wir grundsätzlich an täglichem Teamtraining, Athletiktraining und Wurftraining machen könnten und machen sollten, um eben wirklich dann auch Bestleistungen zu erzielen, ist schon sehr umfangreich. Thomas, es ist doch schon eine Ungerechtigkeit per se, ne? Der Fußball, der mediale Liebling und natürlich auch die Mannschaft oder die Volkssportart Nummer eins, zumindest in Europa ist es so, in anderen Ländern ist es zum Teil ein bisschen anders. Durch diese mediale Präsenz und durch diese Aufmerksamkeit auch ein ganz anderes Umfeld zu haben, sich nur auf den Sport zu konzentrieren, während andere Athletinnen und Athleten in anderen Sportarten ähnliche Leistungen vollbringen müssen und nicht in diese Sphären vorstoßen sozusagen. Ja, also ich hatte ja auch das große Glück, dass es für ganz oben gereicht hat, aber wir porträtieren halt immer nur die ganz wenigen, die sich am Ende durchsetzen. Also meine Reise ging los in der Jugend. Ich habe 10 oder 11 Jahre in der Jugend verbracht. Fast alle, mit denen ich zusammengespielt habe, sind irgendwann rausgeflogen. Die haben ihre Jugend dafür die Zeit investiert, vielleicht in der Schule nicht beste Leistungen bringen können, weil sie alles auf die Profikarte gesetzt haben. Sie haben es nicht geschafft, damit ihr Geld zu verdienen und mussten am Ende schauen, wie sie zurechtkommen. Das heißt, der Großteil all jener, mit denen ich zu tun hatte in meiner Jugend, die haben es eben nicht geschafft, sondern es wird dargestellt, als sei die Fußballwelt, sind alle sehr, sehr reich und denen geht es wunderbar und die müssen gar nicht mehr so viel arbeiten. Also das Schwierigste überhaupt ist, da durchzukommen, bis nach oben und dann da auch zu bleiben. Der Konkurrenzkampf ist enorm. Und ja, wenn man es dann vergleicht, was in der Bundesliga, Champions League, was dort für Spieler da sind, die unfassbar gut sind, aber wie sie bezahlt werden, das ist wirklich obszön. Ich erlebe das jetzt, wir sind zwar nicht Champions League, aber halt Bundesliga, aber das, was über uns noch passiert, Champions League, Diskussion, Super League, ist, also eben, mir fällt der Begriff gerade obszön ein, also anders kann ich es gar nicht formulieren. Und dann anfangen zu vergleichen mit anderen Sportarten oder dann eben Männer und Frauen auch noch vergleichen, weil ich weiß, auch kürzlich habe ich eine Doku gesehen über Frauenfußball und Frauen im Fußball. Und da wird immer angestrebt, auch ähnlich viel vielleicht wie bei den Männern zu verdienen. Das ist utopisch. Niemand sagt, vielleicht sollten die Männer mal weniger verdienen. Alle wollen immer dann so viel wie die Männer bekommen und sagen, der Profifußball, warum können wir nicht so viel verdienen? Aber da müsste man auf die Idee kommen, mal ein bisschen weniger zu nehmen. Ich glaube, dass das auch gesellschaftlich grundsätzlich mal ein ganz guter Gedanke wäre, ein bisschen weniger von allem zu haben und nicht die Geschichte weiter zu erzählen. Wir müssen immer mehr, wir brauchen mehr Geld, um mehr verteilen zu können. Weil was es im Fußballgeschäft erzeugt hat, ist, dass noch mehr Menschen in diesen Betrieb rein wollen und das abgreifen wollen. Und so den Druck noch weiter erhöhen auf die Protagonisten. Und ich kann nur sagen, dass wenn man dort Fußball spielt und natürlich dementsprechend bezahlt wird, ist es wunderbar. Und in einem vollen Stadion zu spielen, erfolgreich zu sein, ist das Allergrößte. Aber es gibt auch Momente, die sind nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Der Druck, der dadurch entsteht, die Beleidigungen und Beschimpfungen
in einem Stadion, auf Social Media, die es auch fast täglich gibt. Das ist nicht so erfreulich. Und da, glaube ich, können sich manche, und das kam in der Doku auch rüber, glücklich schätzen, wenn sie ihren Sport nachgehen, in einem Team spielen, die wissen, warum sie zusammenspielen, weil sie echt Freude an der Aufgabe haben. Und deine oberste Motivation ist nicht getrieben von einer guten Bewertung in der Zeitung, von Applaus im Stadion oder von einem großen Gehaltscheck. Das ist, glaube ich, da muss man auch abwägen, ein paar differenzierte Argumente finden. Aber der Vergleich, der schadet allen. Wenn man sich immer mit dem Profifußball vergleicht, verlieren alle. Die weniger haben, und den Profifußballern tut man auch manchmal Unrecht, weil es ein wirklich steiniger Weg ist bis dahin. Jetzt bist du ja auch in einer Rolle beim VfB Stuttgart, der mit 70.000 Mitgliedern ja eine sehr große Strahlkraft hat, zumindest in der Region, in Baden-Württemberg, und als Vorstandsvorsitzender. Du warst davor ja auch im Nachwuchsleistungsbereich Direktor tätig. Diese Wertediskussion, über die wir gerade sprechen, jetzt mal weg vom eigentlichen Fußball, ist das denn jetzt etwas, wo gerade solche Vereine in einer Leuchtturmfunktion sind? Weil diese Vereine, wir haben es vorhin ja auch eingangs gehört von Christiana Schallhorn, klar geht es um das Sportmachen als solches, aber es geht ja auch um den sozialen, integralen Bestandteil. Und wir erreichen mit Fußball, mit großen Sportvereinen halt eben alle möglichen Bevölkerungsschichten. Inwieweit ist es denn auch eine Verantwortung, quasi eine gesellschaftliche Verantwortung von solch großen Sportvereinen, solche Dinge wie Werte, Toleranz, Gleichberechtigung sehr viel mehr auch in ihre Vereinspolitik oder in ihre Unternehmenspolitik mit aufzunehmen und da auch Stellung zu beziehen? Also in den letzten Jahren rasant gewachsen. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Aber seitdem ich jetzt beim VfB bin, zurück bin, vor gut 5 Jahren bin ich zurückgekommen, muss ich schon feststellen, dass das immer mehr an uns herangetragen wurde über die Jahre, die Erwartungshaltung, wir müssen uns positionieren. Wir müssen uns zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. Es kommen Themen auf, die nicht unser Kerngeschäft sind, die nicht das sind, womit wir täglich uns befassen. Und plötzlich erwarten Mitglieder und Fans von uns eine Haltung dazu, eine Aussage. Und die Beschleunigung durch die sozialen Medien setzt uns noch mehr unter Druck. Es gibt Ereignisse, die nicht direkt in Stuttgart beim VfB passieren. Aber plötzlich erwarten Leute von uns ein Statement dazu. Und wir diskutieren intern, sollen wir dazu was sagen oder nicht? Ist es überhaupt für uns relevant oder was nicht? Und das erhöht den Anspruch all derer, die bei uns auch arbeiten, zu sagen, ich glaube immer noch, dass die meisten Fans des VfB sind, weil sie eine gute Mannschaft sehen wollen. Weil sie die Mannschaft gegen Bayern München sehen wollen und im Idealfall sogar noch gegen Manchester United irgendwann mal wieder. Okay, das ist der Anspruch, sportlich erfolgreich zu sein in einer stolzen, wirtschaftsstarken Region. Aber immer mehr Menschen wählen sich bewusst diesen Club auch aus, weil sie sagen, er ist eine Heimat für mich. Ich möchte, dass dieser Club die Werte verkörpert, die ich auch verkörpere. Und so sind wir immer gesellschaftspolitischer geworden. Und wir können gar nicht anders, als genau Antworten darauf zu finden. Und das ist nicht ein Phänomen im VfB Stuttgart. Das betrifft alle Clubs in der Bundesliga, zweiten Liga und weiter runter. Weil es auch ein großes Privileg ist, in der Stadt Stuttgart, in der Region, so viele Menschen zusammenzubringen, sie emotionalisieren zu können. Und damit, oder da in der Verbindung damit, gibt es eine Verantwortung. Und die wird immer größer und die müssen wir wissen. Und da können kleinere Fehler schon mal bestraft werden und große Fehler noch bitterer bestraft werden. Dann gibt es Liebesentzug. Und daher ist der Anspruch gestiegen, nicht mehr nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch Antworten zu finden auf gesellschaftspolitische, gesellschaftsrelevante Themen. Denn sonst verliert man Mitglieder oder wächst nicht so stark wie andere Clubs und zieht den Kürzeren im Wettbewerb. Also es ist brutal gestiegen, ist eine tolle Herausforderung, aber auch da manchmal erzeugt es große Diskussionen. Also auch eine, ich sage es mal, eine neue Kompetenz innerhalb einer solchen Organisation, also in der Kommunikation, in der medialen Darstellung, die sich da sozusagen jetzt manifestiert. Ich sage mal, früher war es vielleicht einfach, man hat eine Presserunde gemacht vor dem Spiel, alle nach dem Spiel und gewartet, was die Zeitungen über einen schreiben. Heute ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, aber das Beispiel fällt mir auch gerade ein. Das ist jetzt nicht VfB, aber jetzt sag mal, ein Verein organisiert die Pressearbeit, so wie man das viele Jahre lang gemacht hat und man meinetwegen positioniert sich auch noch zu außerfußballerischen Themen. Und dann passiert in DFB Folgendes, dass Mesut Özil Erdogan trifft. Okay?
Darauf ist niemand vorbereitet. Und plötzlich hat man ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und wir haben auch eine Vielzahl von Spielern, die ihre eigene Kommunikation machen. Die haben ihre eigenen Kanäle. Das heißt, wir haben nicht mehr die Hoheit über die Kommunikation. Es kann jeden Tag passieren, dass ein Spieler ausschert, weil er entweder selber die Motivation hat oder sein Berater ihm denkt, das wäre jetzt eine gute Idee, einen Post abzusetzen, der uns auf dem falschen Fuß erwischt. Und das erhöht die Komplexität. Und das war bei Özil eine Riesendimension. Aber ich meine, das kann immer wieder passieren. Und das erhöht den Schwierigkeitsgrad. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, die Spieler gut informieren, nah dran sein, damit man solche Überraschungen, die kann man nie ganz ausschließen, aber damit man sie möglichst nicht im eigenen Club hat. Ist das die Spieler, die von außen kommen, es schon auf diesem Level sind, eigene Berater zu haben und selbst schon Influencer und Marken zu sein, sicherlich schwer zu handeln. Aber wenn ich so ein Nachwuchsleistungszentrum denke, wie beim VfB Stuttgart, wo die Kinder ab 10 Jahren über viele Jahre sehr viel Zeit dort verbringen, sind solche Themen, die der Medienkompetenz und die solcher Dinge und der Wertevermittlung vor allen Dingen auch, ist es Teil der Ausbildung neben dem Fußball oder wie organisiert man das so in einem Bundesligisten? Also wir tun das. Das Wichtigste ist, dass die Kinder noch zur Schule gehen. Sie trainieren schon viel, viel Alter bei uns, aber das ist bei anderen Clubs genauso. Sie gehen aber zur Schule. Wir nehmen das sehr ernst. Ich möchte echt behaupten, dass wir das sehr gut hinkriegen, dass fast alle immer auch ihren Abschluss machen. Und in der Zeit, in der sie bei uns sind und nicht trainieren, versuchen wir sie mit Themen, die außerhalb des Fußballkosmos sind, auch noch zu sensibilisieren, zu informieren und aufzuklären. Da ist ein Bereich Umgang mit Social Media. Da gibt es immer wieder auch Vorträge, aber auch Thema Rassismus meinetwegen, Gesundheitsvorsorge. Es gibt so viele Themen, die wir ihnen anbieten, aber es ist nur ein Bruchteil dessen. Und die meisten in dem Alter von 14 bis 18, die träumen von der großen Karriere. Und wenn man Glück hat, hört der eine oder andere zu. Und lernt daraus und nimmt es für spätere Leben noch mit. Aber das Leben wird immer ganz neu geschrieben, wenn sie dann plötzlich Profifußballer sind. Dann gibt es ein paar wenige, die sich zurückerinnern und dankbar sind. Das ist immer das Schöne dabei. Aber viele andere, für die hat das dann keine Bedeutung mehr. Aber wir werden dem Auftrag gerecht, finde ich. Wir machen das gut. Aber die Lebenswirklichkeit verändert sich, sobald sie einen Profivertrag unterschrieben haben und ihr Freundeskreis sich auch drastisch verändert und sie plötzlich Stars sind. Aber das Thema Diskriminierung oder Rassismus, fast keine Mannschaft oder andersrum, ich glaube, es ist völlig normal für die fußballspielenden Jungs in dem Fall, dass es da Mitspieler gibt mit anderen aus anderen Herkunftsländern oder anderen Religionen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich kein virulentes Thema in dem Nachwuchsleistungszentrum, oder? Nein, ich finde, das ist ein großer Vorteil vom Fußball, dass man sehr früh schon, weil wir es eingangs ja auch ge gehört haben, jeder kann mitspielen. Also da braucht es keine finanziellen Voraussetzungen, sondern jeder kann Fußball spielen. Das ist toll an dem Sport. Und ich habe das auch sehr früh schon kennengelernt. Da war es sehr divers. Jedes Team, in dem ich gespielt habe, war extrem divers. Jetzt natürlich im Rahmen dessen, das waren natürlich eigentlich immer nur Jungs. Ich glaube, ich habe nie mit Mädchen zusammengespielt. Aber Kinder, deren Eltern aus der Türkei stammten, aus Italien, aus Griechenland, aus Kroatien und vielen anderen Ländern. Und das hat schon auch geprägt, sodass der Fußball in den Mannschaften kaum Rassismusproblem hat. Das passiert meines Erachtens auf den Rängen, außerhalb der Kabine, aber in den Kabinen war das schon immer ein großer Vorteil, dass es eigentlich immer durchmischt war, was die Nationalitäten anging, und das ist ein großer Vorteil gewesen. Und ja, deswegen muss man eher über Rassismus in der Gesellschaft sprechen, weniger im Fußball und in der Kabine. Frau Miller, Herr Hitzlsperger hat gerade einen wunderbaren Satz gesagt, kann jeder mitspielen. Ich habe in der Vorrecherche, wenn ich richtig dran bin, herausgefunden, dass Rollstuhlbasketball eine der inklusivsten Sportarten überhaupt ist. Ich glaube, dass die wenigsten wissen, wie sich so ein Team zusammenstellt und setzt und was es mit dieser ominösen Zahl von 14,5 auf sich hat. Ich glaube, es wäre mal eine wunderbare Gelegenheit, uns alle hier auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja, es ist tatsächlich gerade ein äußerst spannendes Thema, was jetzt
durchaus auch für einen Einzelvortrag reichen würde, aber grundsätzlich geht es darum, dass bei den 14,5 Punkten die fünf Spieler auf dem Feld, die wir im Basketball ja auch Fußgängerbasketball, wie wir es gerne nennen, haben, eben die Maximalpunktzahl dieser fünf Spieler zusammengerechnet ist. Und bei uns können sozusagen von im nationalen Bereich auch tatsächlich gesunden Menschen ohne jegliche Einschränkung bis hin zu Menschen mit einem Querschnitt zum Beispiel, die eben auch wirklich komplett auf den Rollstuhl angewiesen sind und teilweise eben auch gar keine Bauch- oder Rückenmuskulatur haben, den Sport spielen und bekommen durch ihre körperliche Fähigkeit im Rollstuhlbasketball eine Punktzahl zugewiesen. Das heißt, jemand, der eben wirklich maximal eingeschränkt in dieser Sportart noch spielen kann, hat 1,0 Punkte. Jemand, der dann im Rollstuhl gar nicht eingeschränkt ist, bekommt 4,5 Punkte. Und zusammen dürfen alle fünf Spieler, die auf dem Feld sind, nie mehr als 14,5 Punkte haben. Das heißt, es können zum Beispiel keine fünf Menschen ohne Einschränkung gleichzeitig auf dem Feld sein. Damit wäre man weit über die 14,5 Punkte hinaus. Das Ganze ermöglicht, dass in Halbpunktschritten, zum Beispiel dann auch 3,0 oder 3,5, 2,5 und so weiter dazwischen, die Mannschaften sehr flexibel mit sämtlichen Einschränkungen zusammen spielen können. Es muss am Ende irgendwie aufgehen, es darf eben über diese Maximalpunktzahl nicht hinaus, sodass man ja nicht zu wenig eingeschränkt sein kann, aber man kann auch jederzeit fünf Personen mit Querschnitt zum Beispiel, die eben wirklich diese Bauch- und Rückenmuskulatur gar nicht erst haben oder nicht ansteuern können, dann zusammen aufs Spielfeld bringen. Und das hat wirklich den großartigen Effekt, dass wir auch selbst gerne sagen, dass es eine der inklusivsten Sportarten ist, weil es sehr selten ist, dass überhaupt auf dem gleichen Spielfeld, in dem gleichen Wettbewerb Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammenkommen können. Oft auch gerade im Individualsport unterscheidet man zum Beispiel in verschiedenen Startklassen, dass eben zum Beispiel Menschen mit Amputation dann eben nicht mit anderen, die eben auf einen Rollstuhl angewiesen sind, natürlich in den gleichen Klassen starten können. Und deswegen ist es eine ziemliche Besonderheit, dass wir das so machen können. Und es ist eben wirklich so, dass wir international zwar eine Einschränkung haben müssen, um auch an den Paralympischen Spielen teilnehmen zu können, aber eben national sogar so weit gehen, um auch grundsätzlich zum einen einfach auch natürlich die Menge der Athleten zu erhöhen, aber zum anderen auch tatsächlich zu ermöglichen, dass auch das Schulkind, das im Rollstuhl sitzt, mit dem besten Freund zum Sport gehen kann, dass eben auch jeder sich in diesen Rollstuhl setzen kann und diesen Sport spielen kann. Gerade im Freizeitbereich ist das sehr, sehr wichtig. Wir machen es aber eben sogar wegen der grundsätzlichen Möglichkeit, weil die Konkurrenz fair ist, dann sogar bis hin zur ersten Bundesliga. Da gibt es auch nicht nur natürlich den Beispiel der Schulklasse, sondern es gibt auch den einen oder anderen, der in höherem Alter, sagen wir mal, verunfallt, im Rollstuhl sitzt und der Sohn dann seinen Vater motiviert, zum Sport zu gehen und dann vielleicht auch mitgeht. Also wir sehen da sehr, sehr viele verschiedene Situationen und Fälle, wo das Ganze eben einfach dieser Inklusivität dem Sport hilft, dazu bewegt, den Sport auch zu machen oder überhaupt Sport auszuüben, wenn man eben auch im Rollstuhl sitzt. Und deswegen ist es eben in sehr vielen Bereichen sehr wichtig. Auf der anderen Seite, weshalb das Ganze eben auch noch ein längeres Thema sein kann, es gibt immer wieder eine Grundsatzdiskussion, an welcher Stelle man sozusagen die Grenze zieht, weil eben ja auch gerade die Paralympischen Spiele von den Olympischen Spielen getrennt stattfinden. Und die Grundidee ist ja, dass natürlich ein olympischer Athlet auch nicht an den Paralympischen Spielen teilnimmt, sondern das sind ja zwei getrennte Veranstaltungen für zwei verschiedene Populationen. Und da ist aber dann die Frage, wie kann man eigentlich definieren, welche Menschen mit welcher Einschränkung an den Paralympischen Spielen teilnehmen dürfen? Und gerade wenn man dann eben bei uns mit eben auch Fußgängern sozusagen in der Sportart dann eben genau überlegt, ist es grundsätzlich möglich, dass es eben in der Sportart sogar funktioniert, dass jemand komplett ohne Einschränkung letztendlich teilnimmt. Aber bei der Überlegung, wie man eben diese Veranstaltungen wirklich dann voneinander trennt und wo man da eben die Grenze zieht, ist es natürlich auch sehr schwierig, dann eine
Definition der Einschränkungen, die vorliegen müssen, um überhaupt in den Paralympischen Spielen teilzunehmen, dann vorliegen muss. Und das ist gerade ja auch sehr in der Diskussion, weil das natürlich dann auch doch wieder so ein bisschen in den Bereich Exklusion geht, weil wir in unserer Sportart eigentlich so inklusiv bisher verfahren sind. Und jetzt eben die Frage ist, okay, müssen wir jetzt doch Einzelne ausschließen, weil sie zu gesund sind für unseren Sport? Ja, also bei Ihnen ist es ja so, dass Sie Ihren Alltag, glaube ich, als Fußgängerin weitestgehend oder komplett meistern. Gab es da, wie reagieren denn Menschen auf Sie, die Sie nicht kennen, dass Sie irgendwie mit dem Rollstuhl unterwegs sind und auf einmal aufstehen? Ist das eher Ungläubigkeit oder gibt es da auch mal irgendwie, gerade wie Sie im Hinblick auf diese Sache, Anfeindungen im Sinne von, wieso machst du denn da mit, machst du was anderes oder was sind da Ihre Erfahrungen? Also es ist tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, weil eben gerade innerhalb unserer Sportart ist es sehr normal. Es gibt den einen oder anderen, der aufsteht, der sich seine Prothese anzieht und dann eben im Alltag geht. Es gibt den einen oder anderen, der eben beide Beine hat, gesund hat, der eben so gehen kann. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Gründe dafür, warum man diesen Sport macht. Und deswegen ist es, ich sage mal, unter den Sportlern natürlich und auch allen um die Sportart herum sehr ja, geht sehr tolerant zu und da wird es auch sehr geschätzt, dass eben alle diesen Sport machen. Aber natürlich der ein oder andere, der damit noch nie Berührungspunkte hatte, wenn ich im öffentlichen Verkehr mit meinem Rollstuhl unterwegs bin und mit so einem tatsächlich auch etwas sperrigeren Sportrollstuhl auch gar nicht zu den Sitzen komme und mich dann einfach in diesen Rollstuhl, den ich ja dabei habe, dann reinsetze, während ich natürlich ein paar Stationen fahren muss und am Ende wieder aussteige und da vielleicht aber jemand anders in der Nähe ist, der mich noch nicht am Anfang gesehen hat, wie ich mich hinsetze, der ist dann natürlich sehr verwundert, dass auf einmal jemand in der Straßenbahn aus seinem Rollstuhl aufsteht. Also die Situationen gibt es durchaus, genauso wie dass es auch schon diverse Ehrungen zum Beispiel gab, wo der ein oder andere auch zum Beispiel Politiker vielleicht diese Sportart noch nie erlebt hat und dann nur den Rollstuhlfahrern die Hand schüttelt. Dabei aber eben überhaupt gar nicht das Bewusstsein hat zu wissen, was jetzt der Rest der Gruppe eigentlich ist, macht, ob das jetzt Betreuer sind, ob das Sportler sind, inwiefern man diese dann berücksichtigen sollte oder nicht und ob die zur Ehrung dazugehören. Also den Gedanken soweit kann man in viele Richtungen spielen. Grundsätzlich ist es so, dass man das Ganze eben, wenn man sich damit auseinandersetzt, gut erklären kann und es eben viele Gründe dafür gibt, warum jemand im Alltag gehen kann, aber vielleicht eben keinen Sport ohne einen Rollstuhl machen kann. Aber es ist eben nicht auf Anhieb zu sehen. Ist es so, dass da auch jetzt nicht nur Menschen unterschiedlicher Beeinträchtigungsgrade miteinander spielen können im Rollstuhl Basketball, sondern auch eine Mixed-Mannschaft, Männer und Frauen gleichermaßen? Oder ist es dann in der Bundesliga dann schon nicht mehr so, nur den unteren Ligen? Nee, es ist tatsächlich grundsätzlich so, dass wir im deutschen Ligenbetrieb alles mixed spielen. Es gibt eine separate deutsche Meisterschaft der Frauen als Turnierform, um tatsächlich ein reines Frauenangebot zu haben. Aber es ist grundsätzlich auch nicht abbildbar, eine reine Frauenliga in Deutschland zu haben. Und daraus hat sich eben entwickelt, dass es eben diese gemischte Liga gibt. Es ist auch ein sehr spannendes Thema, auch zum Beispiel, was diese Einstufung entsprechend der körperlichen Einschränkung angeht, weil tatsächlich die Punktzahl der Frauen in diesem Wettbewerb dann um 1,5 Punkte reduziert wird. Das heißt, es wird an der Stelle eigentlich die körperliche Fähigkeit bewertet. Frauen grundsätzlich um 1,5 Punkte sozusagen zugestanden, dass sie weniger körperliche Möglichkeiten haben. Man muss allerdings sagen, dass es ja auch genug Studien gibt, die grundsätzlich sagen, dass insbesondere was auch die Athletik angeht, wo, wie ich es vorhin auch angedeutet hatte, Kraftausdauer bei uns ein sehr großes Thema ist und eben in diesem Rollstuhl sich entsprechend auch gut zu bewegen, eine gewisse Athletik braucht, wo es ja auch genug Studien gibt, dass natürlich Männer
tendenziell stärker sind, auch zum Beispiel größer sind, wenn man in einem Rollstuhl sitzt und ja, ein Mann vielleicht auch mal 2 Meter, 2,10 Meter ist, da haben Frauen andere Voraussetzungen. Und deswegen ist es an der Stelle tatsächlich so, dass das auch von Frauen befürwortet wird, weil es uns ermöglicht, auch bis hin zur ersten Bundesliga wirklich den Leistungssport mit den Männern gleichermaßen ja, mit zu bestreiten, aber in konkurrenzfähigen Punkteklassen sozusagen dann für uns. Und aber es ist eben ein schmaler Grat zwischen der Grundidee, sollte man zwischen den Frauen und den Männern eben diesen Unterschied machen, und wie wird jetzt diese Punktzahl bewertet? Vielen Dank ich habe ganz viel gelernt, auch über den Rollstuhlbasketball und wie divers, unabhängig jetzt von der Sport als solches eigentlich ist. Christiana, hier nochmal vielleicht die Medienbrille aufzuziehen. Ich denke, Medienschaffende, Medienmachende, Berichterstatter haben da, glaube ich, auch noch einiges an Hausaufgaben zu tun, hoffentlich, um nämlich auch diese Diversität der Sportarten, der unterschiedlichen Zusammensetzungen und Reglements vielleicht noch sehr viel breiter darzustellen. Ich meine, wir kennen ja aus unseren eigenen Studien zum Teil immer noch die Problematik, dass es sehr, sehr viele überwiegend männliche Journalisten gibt im Sport und weniger weibliche Journalistinnen. Aber eine Frage im Sinne der Digitalisierung: Glaubst du, dass neue Möglichkeiten wie digitale Kanäle, wie Streamingdienste, wie Twitch TV etc. es gerade auch jetzt mal den Randsportarten eine neue große Chance ermöglicht und eröffnet, sich besser in einer Öffentlichkeit, einer medialen Öffentlichkeit darzustellen? Also ich denke auf jeden Fall, es gibt ganz neue Möglichkeiten. Wo das hinführt, kann ich schwer einschätzen. Aber was man ja sieht, ist, dass gerade die neue oder die jüngere Generation schaut ja auch nicht mehr klassisch Fernsehen, so wie wir das oder die Generation vor uns getan haben. Das heißt, die suchen sich ja eh schon eigentlich über soziale Medien genau das raus, was sie interessiert. Und gerade wenn wir auf die Randsportarten gucken, die ja in den traditionellen Medien eher weniger Beachtung finden, die sich aber dann eben über YouTube-Kanäle, über Instagram, Facebook ist auch schon fast schon für die ältere Generation, hätte ich fast gesagt. Das heißt, da schließen sich schon neue Möglichkeiten. Und ich glaube, dass sich da eben Nischen auftun durch die neuen Plattformen, wo sich dann eben Randsportarten oder Sportarten, die eben Mainstream nicht laufen, durchsetzen können oder zumindest ein gewisses Publikum erreichen. Und ich glaube, wenn dann mal eine gewisse Aufmerksamkeit da ist, dann wird es wiederum auch wieder für die Mainstream-Sender oder Medien interessant. Und da, glaube ich, bleibt es einfach mit Spannung abzuwarten, wo da die Reise hingeht. Ich gucke kurz mal unsere Fragenrunde. Da drüben bei den Studierenden gibt es eine Frage. Ich kriege die gerade mal zugereicht. Wir gucken auch auf die Uhr. Wir haben noch 2 Minuten. Die haben wir von vorhin die hängen wir jetzt einfach hinten an. Erstmal lesen. Okay, ich hoffe, ich kann es lesen. Die Frage geht wahrscheinlich. Wahrscheinlich jeder eine Meinung dazu. Auf der einen Seite verurteilt die UEFA Beleidigungen rassistischer Art in Fußballstadien, beispielsweise Zitat Affenlaute, Zitat Ende. Jedoch findet nächstes Jahr eine WM in Katar statt. Wie ist so etwas vereinbar? Wahrscheinlich, Thomas, du wirst da sicherlich eine Perspektive aus der als Sportler haben. Ich weiß, dass aus der Sportwissenschaft Christiana sogar an einem Projekt forschen wird zu Katar. Und Frau Miller, wie sehen Sie das? Und dann haben wir auch gleich die Abschlussfrage sozusagen gestellt. Ja, wer möchte beginnen? Ich lasse dann einen Vortritt. Dann, Christiana, kommen wir von der Wissenschaft. Ja, was wirst du untersuchen? Ich muss tatsächlich an der Stelle kurz korrekterweise sagen, dass die UEFA mit der FIFA-Weltmeisterschaft nichts zu tun hat. Das müssen wir nochmal kurz differenzieren, dass die UEFA und die FIFA 2 unterschiedliche Organisationen sind. Aber letztendlich die Frage, die da drüber steht, ist natürlich vergleichbar oder bleibt natürlich im Kern die gleiche, dass man sagt, warum werden jetzt auf der einen Seite viele Kampagnen gemacht für Toleranz, für Vielfalt, gegen Rassismus, und dann vergibt man so eine großes Event an ein Land, was sich gegen viele Menschenrechte, viele Menschenrechte einfach verletzt. Und
Ja, auch das ist ein hochkompliziertes Thema. Man kann sagen, wenn man kritisch ist, ja, es geht nur ums Geld, wenn man es ganz plump machen möchte oder sagen will. Es geht halt einfach im Fußball auch sehr viel um Kommerzialisierung. Das steht ja auch zunehmend in der Kritik. Zum anderen, wenn man das Ganze positiv bewerten möchte, kann man auch sagen, vielleicht ist es aber eben auch eine Chance, dass man eben durch diese mediale Aufmerksamkeit, die Katar auf jeden Fall dadurch bekommen wird, vielleicht auch Veränderungen im Land anstoßen kann. Katar sagt ja zum jetzigen Zeitpunkt, die haben schon für Verbesserungen besorgt, was die Arbeiter vor allen Dingen angeht, was die Situation auf diesen WM-Baustellen angeht. Aber das ist natürlich ein hochkomplexes Thema und ich glaube, da könnten wir noch mal eine einzelne Sitzung dazu machen. Aber es ist, wie gesagt, und deine Studie vorstellen. Aber noch das machen wir dann nächstes Jahr. Zwei kurze Antworten. Frau Miller, schauen Sie Fußball? Schauen Sie auch dann die Fußball-WM? Ja, ich bin immer hin und her gerissen zwischen, ich gucke auch gerne mal anderen Sport und naja, den Fußball schauen sowieso genug. Nein, also grundsätzlich, auch mit der Thematik habe ich mich natürlich schon beschäftigt. Ich denke, ich kann mich dem anschließen. Grundsätzlich ist es natürlich einfach eine schwierige Situation und es ist meiner Meinung nach auch zu einfach zu sagen, wir sind gegen Rassismus in Stadien und deswegen gehen wir jetzt aus dem Weg den Regionen, wo das vielleicht ein größeres Thema ist. Ich glaube, wenn eben Veränderungen stattfinden soll, dann muss man natürlich auch versuchen, Wege zu finden, diese zu beeinflussen und herbeizuführen. Und ja, ob jetzt unbedingt auch ein Stattfinden der WM in Katar grundsätzlich den Sport und auch die Menschen dort vor Ort verändert, kann man natürlich hinterfragen, aber es ist zumindest ein Versuch, das zu tun. Und insofern denke ich auch, man kann das einfach von vielen Seiten betrachten und die Frage ist einfach am Ende, ja, was dabei rauskommt und das werde ich spannend verfolgen. 52 Mal Nationalspieler. Thomas, hättest du gespielt in Katar? Ja, die Frage kann ich echt nicht beantworten. Wahrscheinlich schon, weil die Diskussion über Boykott, die gibt es ja auch schon länger, scheint wirklich nicht die beste Lösung zu sein. Es wird ja häufiger gefordert und angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich die beste Lösung ist, sondern im Lichte der Öffentlichkeit dort Dinge zu thematisieren, die problematisch sind. Man muss halt zurückgehen zur Vergabe, die hat durch die FIFA stattgefunden. Das System FIFA scheint krank zu sein. Vor Katar war Russland Gastgeber der Weltmeisterschaft. Auch ein Land, das nicht unbedingt sich für seine Menschenrechte rühmen kann. Und bei der letzten Europameisterschaft waren die meisten Sponsoren aus China, glaube ich, auch aus Russland und weiß nicht, ob was noch von Land dazu kam. Also man merkt schon, Sportsponsoring wird immer mehr aus Ländern kommen, die sich da reinwaschen wollen. Die letzte Übernahme eines Premier League Clubs kommt aus Saudi-Arabien. Also wir sehen die Veränderung, es wird problematischer und daher gibt es keine leichte Antwort darauf. Vielleicht kann ich Einfluss nehmen, vielleicht kann ich in Katar dabei sein, vielleicht kann ich selbst mich dazu äußern, Gespräche führen und besser darüber reden, als wir das heute können. Ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber ich war noch nicht in Katar. Aber ich bin überzeugt, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland die Chance nutzen werden, Missstände aufzudecken, zu thematisieren und dem deutschen Publikum vielleicht mehr Wissen zuteil werden lassen, damit wir hinterher besser urteilen können und hoffentlich Veränderungen in dem Land auch stattfinden. Damit ist der Bogen zu den Medien wieder zurückgeschlagen. Ganz, ganz toll. Ihr drei Lieben, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute Nachmittag diese Stunde zu verbringen. Sie ist sehr schnell vergangen. Ich glaube, wir könnten zu ganz vielen Themen noch weiter stundenlang vertiefend diskutieren. Vielleicht ergibt sich ja in welcher Konstellation auch immer hierzu auch wieder einmal die Möglichkeit. An dieser Stelle bedanke ich mich auch fürs Zuschauen und fürs Mitverfolgen des Livestreams und hier nochmal im Namen des Studiengangsteams auch vielen Dank Christiana Schallhorn, Mareike Miller und Thomas Hitzelsberger, die sich die Zeit genommen haben, heute den Nachmittag mit uns zu verbringen. Und ich danke vor allen Dingen auch den Studierenden, die das ganz toll gemacht haben, aufgesetzt haben, die ganze Woche jetzt noch hier auf der Frankfurter Buchmesse sind. Morgen gibt es auch nochmal eine Live-Diskussion mit einer Kollegin und die wird hoffentlich und sicherlich genauso spannend wie unser Thema Diversität im Mediensport. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Wiederschauen. Danke.